Sehr geehrte Mitglieder der Jury, sehr geehrte Schüler und Schülerinnen und liebe Lehrer und Lehrerinnen. Wer bzw. was bin ich? Bin ich ein Mensch oder bin ich eine Stimme, die man sich einbildet? Gibt man mir eventuell sogar einen eigenen Namen oder bin ich einfach nur eine Nebenerscheinung? Ich trete in der heutigen Gesellschaft wesentlich häufiger auf, als man es vermuten mag. Die wenigsten sprechen über mich, wenn man sie nach mir fragt. Sowohl Mädchen als auch Burschen können von mir betroffen sein. Zugegeben, Mädchen gehen mit mir etwas offener um. Ich glaube, ich muss mich euch erst einmal vorstellen, dass ihr wisst, wer bzw. was ich bin. Es gibt zahlreiche Faktoren, die ausschlaggebend dafür sind, dass ich auftrete. Probleme in der Schule wie das Mobbing, der Erfolgsdruck, der Konkurrenzkampf, aber auch der Schönheitswahn durch Beiträge in Internetblogs und Zeitschriften. Probleme in der Familie sind auch ein Auslöser. Ich muss jedoch auch erwähnen, dass ich nicht überall gleichermaßen in Erscheinung trete. Anfangs bin ich eher unerkannt und ungeachtet. Das kann in weiterer Folge zu großen gesundheitlichen Problemen führen. Da ich sehr hartnäckig bin, wird man mich schwer und oft ohne professionelle Hilfe gar nicht mehr los. Man spricht von mir sowohl positiv als auch negativ. Zugegeben, negative Aspekte überwiegen jedoch. Die Betroffenen streiten mich anfangs ab, erzählen keinen von mir. Das führt häufig zu Streitigkeiten in der Familie, aber auch unter Freunden. Die Vorurteile, die man mir gegenüber hegt, sind ein Grund dafür, warum Betroffene mich abstreiten, keinem von mir erzählen und sich auch keine Hilfe suchen. Ich trete in unterschiedlichsten Arten auf. Während so manch ein Betroffener gar nichts isst, gibt es auch jene, die nur noch essen, aber auch manche, die essen und sich dann bis zum Erbrechen vollstopfen. Wisst ihr schon, wer bzw. was ich bin? Für all jene, die sich noch nicht ganz sicher sind, werde ich ein wenig genauer von mir berichten. Mein Auftreten bemerkt man erst recht spät. Ich bin nicht von heute auf morgen da, sondern trete schleichend auf. Somit ist das Vorurteil, dass ich nur eine Nebenerscheinung der Pubertät bin oder eine Alltagserscheinung, nicht korrekt. Bis der Patient oder die Patientin mich als Krankheit anerkannt hat, vergeht sehr viel kostbare Zeit. Mittlerweile glaube ich, dass ihr alle wisst, wer oder was ich bin. Mein Name ist Selina Schrey und ich besuche derzeit die 2. Klasse der Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Güssing. In meiner Rede geht es um das Thema Essstörung. Ich möchte euch ein wenig von meinen persönlichen Erfahrungen, Ereignissen und Erkenntnissen berichten. Aufgrund von Problemen in der Schule, gesundheitlichen Problemen und anderer nicht nennenswerter Gründe bin ich vor etwa 2,5 Jahren in den Teufelskreis mit der Essstörung geraten. Anfangs habe ich es nicht eingesehen, dass sich mein Essverhalten extrem verändert hat. Ich habe es, sofern man mich darauf angesprochen hat, abgestritten. Vor Freunden und Familie habe ich es nicht erwähnt. Bis heute wissen noch nicht einmal all meine näheren Verwandten darüber Bescheid. Die Essstörung hat sich bei mir wie folgt ausgewirkt. Ich habe gehungert, selten etwas gegessen und so wie ich etwas gegessen hatte, hatte ich den Drang, es durch Sport wieder zu verbrennen. Erst im Nachhinein ist mir klar geworden, wie tief ich drinnen war. So wie ich Freunde und Familien in der Nähe hatte, hatte ich den Druck, etwas essen zu müssen, sodass es nicht auffällt. Bei einem Krankenhausaufenthalt haben mich Ärzte das erste Mal auf das Thema Essstörung angesprochen. Ich habe es abgestritten. Danach haben sie mich aufgefordert, alles das aufzuschreiben, was ich gegessen hatte. Da ich lediglich 2 kleine Brote gegessen hatte und mich ansonsten nichts erinnern konnte, habe ich das aufgeschrieben, was meine Zimmerkollegen gegessen hatten. Im Nachhinein weiß ich, es war dumm von mir. Meine wichtigste Erfahrung mit dem Thema Essstörung machte ich, als ich in die Kinderklinik nach Graz gebracht wurde. Ich teilte mir mein Zimmer mit Magersüchtigen. Es kostete mir sehr viel Überwindung, mit ihnen darüber zu sprechen und mich mit ihnen auszutauschen.
Nach einigen intensiven Gesprächen, die wir untereinander geführt hatten, wurde mir klar, dass wir alle im selben Boot sitzen. Die Gespräche zeigten mir, dass es gut tut, über seine Probleme zu reden. Bis heute pflege ich den Kontakt mit ihnen. Ein Schockereignis ist mir im Rahmen meiner Essstörung im Hinterkopf hängen geblieben. Aufgrund dessen, dass dem Körper die Vitamine und Nährstoffe fehlten, hatte ich mit Haarausfall zu kämpfen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es ein harter und schwerer Weg ist, die Essstörung in den Griff zu bekommen. Heute kann ich sagen, ich habe es fast geschafft. Vielleicht fühlt sich der eine oder die andere von euch ja angesprochen. Auch ich wollte mit keinem darüber sprechen. Aus jetziger Sicht kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass die Einsicht darüber, dass es ohne professionelle Hilfe noch schwieriger gewesen wäre, es alles härter gemacht hätte. Es ist wichtig, auf die ersten Anzeichen zu achten und Tipps von Kollegen anzunehmen. Ich verstehe jedoch auch jeden, der sagt, ich habe Angst vor der Reaktion der anderen. Menschen mit einer Essstörung gegenüber hegt man viele Nachteile, Vorurteile. Du machst das doch nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Hör auf, dich in Selbstmitleid zu baden und hör auf, die Aufmerksamkeit zu holen. Sprüche wie diese verletzen mehr, als man denken könnte. Meiner Meinung nach sollte man, bevor man etwas sagt, immer nachdenken, wie es von einer anderen Person aufgenommen werden kann. Mein Tipp wäre, sagt nichts, womit ihr einem anderen oder einer anderen Person wehtun könntet. Ein letzter, aber meiner Meinung nach wichtiger Tipp wäre, geht mit dem Thema behutsam um. Damit meine ich, wenn ihr mit einer oder einem Betroffenen darüber sprecht, akzeptiert es, wenn diese nicht darüber reden möchten. Es hat bestimmt einen Grund. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Selina. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, es ist extrem schwierig, mit Menschen kommunizieren zu können, die mehr oder weniger die Rollo runterlassen und sagen, mir ist es egal, wie du mir gegenüber trittst und wenn du sagst, ich habe ein Problem, dann ist das nicht meines, sondern deines. Du selbst sagst aber, es wäre wichtig, dass Menschen reden darüber. Warum ist das so, dass dann Betroffene sich so sehr abkapseln und nicht das hören wollen, was man ihnen sagt? Ich glaube, das Problem liegt darin, dass man am Anfang einer Essstörung das selber nicht mitbekommt. Auch ich selber habe es am Anfang komplett abgestritten. Und das Problem liegt auch darin, die vielen Vorurteile, die man den Menschen gegenüber hegt, man es dann eher für sich behält, um Streitigkeiten oder Vorwürfen einfach aus dem Weg zu gehen und damit einfach keine Aufmerksamkeit, man will ja damit keine Aufmerksamkeit haben, nur die Vorurteile, die man hat, sind, glaube ich, mehr das Problem darüber, warum man sich abschottet und darüber nicht spricht. Dankeschön, alles Gute. Danke. Für den weiteren Weg. Danke. Urkunde und natürlich das Antreten beim Bundesredewettbewerb.